ungefähr 2500 Jahren gab Gott dem Propheten Daniel eine Vision von vier seltsamen Tieren. Diese Tiere stellen die vier Weltreiche der Menschheitsgeschichte dar: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und das Römische Reich. Diese Vision Daniels beschreibt zahlreiche Einzelheiten dieser Weltreiche so genau, dass Kritiker behaupteten, die Prophetien seien im Nachhinein geschrieben worden. Lange Zeit versuchten sie dies zu beweisen, jedoch ohne Erfolg. Wir wollen uns nur mit dem vierten Tier beschäftigen. Als Symbol für das Römische Reich beinhaltete es Elemente der vorangegangenen Weltreiche. Aber es war furchtbarer, schrecklicher und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß die damalige Welt und zermalmte alle, die sich gegen es auflehnten. Die Geschichte zeigt, dass das Römische Reich diese und die anderen Einzelheiten der Prophetie Daniels erfüllte. Fast 700 Jahre nach Daniel wurden dem Apostel Johannes um 95 nach Christus drei weitere Visionen über dieses schreckliche vierte Tier gegeben. Diese Prophetien finden wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, 13 und 17. Zu dieser Zeit waren die drei Weltreiche, welche durch die ersten drei Tiere repräsentiert wurden, genauso aufgestiegen und zerfallen, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Inzwischen war das vierte Tier, das römische Tier, zum Höhepunkt seiner Macht gelangt. Auch dieses Reich sollte zerfallen, aber im Gegensatz zu seinen drei Vorgängern und genau wie die Bibel es vorausgesagt hatte, wurde es nicht durch eine nachfolgende Macht erobert. Es sollte kein fünftes Weltreich entstehen, um seinen Platz einzunehmen. Stattdessen prophezeit die Heilige Schrift, dass das Römische Reich mit noch größerer Macht wiederbelebt werden wird, um vor der Wiederkunft Christi die ganze Erde zu beherrschen. Etliche Bibelstellen weisen darauf hin. Die 10 Hörner des vierten Tieres symbolisieren 10 Könige, die auftreten werden. Da das Römische Reich in der Vergangenheit niemals aus 10 Königen bestand, wissen wir, dass dieses vierte Weltreich global wiederbelebt werden muss und sich in 10 regionale Regierungen aufteilen wird, die der Herrschaft des Antichristen unterstehen. Erst dann wird Jesus Christus zurückkehren, um den Antichristen zu vernichten. Danach wird er seine 1000-jährige Herrschaft über die Erde in Jerusalem aufrichten. Im 2. Thessalonicher Brief heißt es, dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Die Kapitel 12 bis 14 des Propheten Sacharja sagen diese Ereignisse sehr deutlich voraus. Ebenso Daniel. Ein Stein, das ist Christus, brach ohne Zutun von Menschenhänden herunter und zermalmte das Bild, welches wie Spreu auf der Sommertenne wurde und der Wind verwehte sie, so dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, dem Reich Christi, so dass er die ganze Welt füllte. Wann wird dies geschehen? Der Vers 44 erklärt: Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Das Weltreich des Antichristen, das wiederbelebte Römische Reich mit seinen 10 Herrschern, muss zuerst aufsteigen. Dann wird Christus es zerstören, um sein eigenes Reich aufzurichten. Interessanterweise ist die Welt schon heute durch den Club of Rome in 10 Regionen unterteilt. Diese Aufteilung wird im Bank- und Computerwesen bereits allgemein anerkannt. Der Apostel Johannes sah dieses vierte Tier dreimal. Zuerst als roter Drachen, der versuchte, Israel zu vernichten. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. In Kapitel 13 erscheint dieses schreckliche Tier erneut und repräsentiert das wiederbelebte Römische Reich,
dessen tödliche Wunde geheilt worden war, und seinen Herrscher, den Antichristen, den alle auf der Erde anbeten werden. Bemerkenswerterweise gibt ihm der Drache seine Kraft, seinen Thron und große Macht. Der rote Drache also, welcher Satan darstellt, baut sein eigenes Reich und benutzt dazu den Antichristen. Prophetie, der Blick in die Zukunft. Viele Wahrsager behaupten, diese Fähigkeit zu haben, versagen jedoch jämmerlich. Genauso wenig finden wir erfüllte Prophetie im Koran, den Hindu-Vedas, der Bhagavad Gita, den Sprüchen Konfuzius, Buddhas oder Mohammeds, dem Buch Mormon oder den Schriften von Mary Baker Eddy. Nur die Bibel sagt uns verlässlich die Zukunft voraus. Etwa 30% des Wortes Gottes ist prophetisch, mit detaillierten Voraussagen, denen die Geschichte einer 100%igen Erfüllung gegenübersteht. Diese Aussagen sind nicht etwa in vieldeutige Sprache wie bei Nostradamus gehüllt, sondern klare Darstellungen von welterschütternden und verändernden Ereignissen und das Hunderte oder Tausende von Jahren, bevor sie eintrafen. So prophezeit die Bibel, dass die Juden in alle Welt zerstreut würden. Und so gibt es heute tatsächlich in jedem Land jüdische Menschen, dass die Juden gehasst, verfolgt und gemordet würden wie kein anderes Volk. Der Wahn des Antisemitismus ist ein Phänomen, das sich nur auf die Juden bezieht, genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Aber die Bibel prophezeite auch, dass die Juden trotz einer 2500-jährigen Zerstreuung und aller Versuche, sie mit anderen Völkern zu vermischen oder sie auszulöschen, weiterhin als eigenständiges Volk bestehen werden. Auch sollten sie in den letzten Tagen in ihr Land zurückgeführt werden. Und genau so geschah es 1948 mit der Staatsgründung Israels. Noch erstaunlicher ist die Voraussage der Bibel, dass Jerusalem zum Schlüssel des Weltfriedens und zum Taumelbecher und Mühlstein am Hals der Nationen werden würde. Und genau wie prophezeit, ist Jerusalem heute das Hauptproblem der Vereinten Nationen. Die Welt blickt ängstlich auf diese kleine Stadt, weil von dort jeden Augenblick der nächste Weltkrieg ausbrechen könnte. Die nicht zu verleugnende Erfüllung dieser und das Eintreffen anderer Prophetien sind der unumstößliche Beweis dafür, dass Gott existiert und sich durch die Bibel der Menschheit offenbart. Ebenso bezieht sich die Prophetie der Bibel auf den Messias Israels. Es gibt keine Prophetien über Buddha, Mohammed, Zoroastrus, Konfuzius, Joseph Smith oder irgendeinen anderen Religionsgründer. Doch es gibt über 300 Voraussagen über den jüdischen Messias. Dass er in Bethlehem geboren würde, ein Nachkomme König Davids war, dass er Wunder vollbringen und die Heiden besiegen würde, dass er auf einem Esel nach Jerusalem reiten und als Messias empfangen würde und dass dies am 6. April 32 geschah, der Tag, welcher heute als Palmsonntag gefeiert wird, und dass er genau 4 Tage später gekreuzigt werden würde, nachdem er für 30 Silberstücke verraten worden war. Diese Hinrichtungsmethode war zu dem Zeitpunkt, als jene Prophetie im Psalm 22 beschrieben wurde, noch völlig unbekannt. Und dass er 3 Tage später von den Toten auferstehen würde, ein erstaunliches Ereignis, welches das Christentum von jeder Religion unterscheidet und wofür es unumstößliche Beweise gibt. Dies sind nur einige wenige Prophetien aus der großen Zahl der detaillierten Voraussagen über den Messias, die auf so eindeutige Weise im Leben und Sterben und in der Auferstehung Jesu Christi erfüllt wurden. Folglich kann niemand aufrichtig leugnen, dass er der verheißene Erlöser ist. Und die Bibel sagt auch, dass dieser Jesus wiederkommen wird. Die 100%ige und zeitgenaue Erfüllung der Prophetien sagen uns zu, dass auch die noch ausstehenden Voraussagen eintreffen werden. Das letzte Buch der Bibel beinhaltet Dutzende von noch ausstehenden Prophetien, die der Apostel Johannes in einer Reihe von Visionen sah. Es gibt 3 Visionen in Bezug auf das 4. Tier, welches Satan, den Antichristen und das wiederbelebte Römische Reich, über das er herrschen wird, darstellen. Es gibt aber noch eine andere interessante Gestalt, welche detaillierter beschrieben wird als das Tier, eine geheimnisvolle Frau. In der 3. Vision des Johannes über das Tier mit den 7 Köpfen und Hörnern reitet eine Frau auf diesem Tier. Nicht wie in einem Rodeo, wo das Tier versucht, sie abzuwerfen, sondern sie sitzt entspannt und gemütlich. Offensichtlich ist sie eine der Hauptfiguren im Schauspiel der Herrschaft des Antichristen über das wiederbelebte Römische Reich. Wer ist diese Frau?
Die Vision des Johannes nennt uns ihre Identität. Zuerst einmal ist sie eine Stadt, welche auf 7 Hügeln errichtet wurde. Die Köpfe des Tieres sind 7 Berge oder Hügel, auf welchen die Frau sitzt. Es gibt einige Städte, die auf 7 Hügeln errichtet wurden, aber die Vision des Johannes schließt alle bis auf eine aus. Auf ihrer Stirn steht geschrieben, Geheimnis Babylon. Saddam Hussein hatte Mirakel das Babylon der Antike wieder aufgebaut, die Hauptstadt des Ersten Weltreiches. Könnte die Frau also dieses Babylon sein, welches für den Antichristen wieder aufgebaut wird? Aber es ist das Vierte Weltreich und nicht das Babylonische Reich, welches wiederbelebt werden wird, und seine Hauptstadt ist Rom. Auch ist Babylon nicht auf 7 Hügeln erbaut worden, doch Rom ist weltweit als die Stadt auf den 7 Hügeln bekannt. Die Catholic Encyclopedia schreibt, das gesamte Gebiet des Vatikanstaates befindet sich innerhalb Roms, der Stadt der 7 Hügel. Interessanterweise war Rom auch als Babylon bekannt. Der katholische Apologet Karl Keating identifiziert die Frau mit Babylon. Er schreibt, Babylon wird 6-mal im letzten Buch der Bibel sowie in außerbiblischen Schriften wie den sibyllinischen Orakeln, der Apokalypse des Baruch und Esdras als Codewort für Rom benutzt. Eusebius Pamphilius bemerkt in seinen Schriften um 303 nach Christus, dass Petrus Rom bildsprachlich als Babylon bezeichnete. Könnte also Rom die Frau auf dem Tier sein? Dies würde Sinn machen. Denn das Tier, auf dem sie reitet, ist das wiederbelebte Römische Reich. Die Frau wird auch als die große Hure bezeichnet, mit der die Könige der Erde Unzucht treiben. Offensichtlich ist sprichwörtliche Hurerei und Unzucht für eine Stadt unmöglich, doch geistliche Unzucht ist denkbar, wenn die Stadt eine geistliche Einheit darstellt. Jerusalem stellt eine solche Einheit dar. Sie wird als die heilige Stadt bezeichnet, als die Stadt Gottes und als die von Gott auserwählte Stadt, um ihn vor den Nationen zu repräsentieren. Tragischerweise missachtete Jerusalem diese Beziehung und wurde von Gottes Propheten wiederholt der geistlichen Hurerei und des Ehebruchs angeklagt. Jesaja schrieb über Jerusalem, wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. Doch Jerusalem kann nicht die Frau sein, denn es wurde nicht auf 7 Hügeln erbaut. Noch erfüllt es irgendwelche der anderen Eigenschaften in der Vision des Johannes. Doch es gibt noch eine andere Stadt, welche eine geistliche Einheit darstellt und deshalb geistliche Unzucht mit den Königen der Erde begehen könnte. Diese Stadt ist auf 7 Hügeln gebaut. Diese Stadt ist Rom, der Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche, welche behauptet, das wahre Christentum zu repräsentieren. Der Papst sieht sich als Stellvertreter Christi auf Erden. Des Weiteren lehrt die römische Kirche, dass ihre Mitglieder die Stellung Israels als Volk Gottes übernommen haben und Rom damit das neue Jerusalem ist. Das katholische Rom nimmt damit die Titel, welche Gott Jerusalem gegeben hat, für sich in Anspruch. Die Stadt Gottes, die heilige Stadt, die ewige Stadt. Ich möchte einen Augenblick innehalten, um ausdrücklich zu sagen, dass es nicht meine Absicht ist, Katholiken anzugreifen. Ich liebe die Menschen in der katholischen Kirche und ich möchte, dass sie die Wahrheit erkennen. Vielmehr beinhalten die Beschlüsse des Konzils von Trient, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt wurden, mehr als 100 Anathemas, welche mich und jeden evangelikalen Christen wegen unserer Überzeugungen und unserer Weigerung, katholische Dogmen als Autorität anzuerkennen, verdammen. Die Frage ist also, wer wen angreift? Stellen wir uns also offen den Tatsachen der Geschichte und der Bibel, was immer sie auch sein mögen. Wir haben bereits 4 Kriterien aus der Vision des Johannes gesehen. Eine Stadt, bekannt als Babylon, auf 7 Hügeln erbaut, die Unzucht mit den Herrschern dieser Welt getrieben hat. Dies schließt alle anderen Städte bis auf Rom aus. Wir sprechen hier natürlich nicht vom politischen und bürgerlichen Rom, sondern vom religiösen Rom oder genauer gesagt dem Vatikan und der römisch-katholischen Kirche. Der Papst führt im Moment die größte ökumenische Bewegung der Geschichte an, um die Weltreligionen unter der Führung Roms zu vereinen. 1986 versammelte Johannes Paul II. Die Führer der größten Religionen im italienischen Assisi, um für Frieden zu beten. Dort waren Schlangen- und Feueranbeter, Spiritisten, Animisten, Buddhisten, Moslems, Hindus und indianische Medizinmänner zugegen. Gemeinsam gingen sie zum Mikrofon, um zu beten. Der Papst erklärte, dass sie alle zu dem gleichen Gott beten würden
und dass ihre Gebete eine geistliche Energie erzeugen, die eine Atmosphäre des Friedens hervorrufen. Johannes Paul II. Erlaubte seinem Freund, dem Dalai Lama, eine Buddha-Statue auf den Altar der St. Peterskirche in Assisi zu stellen und dort zusammen mit seinen Mönchen eine buddhistische Zeremonie zu zelebrieren, während Shintoisten draußen sangen und ihre Schellen läuten ließen. Vor unseren Augen bildet sich eine vorausgesagte Welteinheitsreligion und der Vatikan ist das Zentrum dieser Bewegung. Ist dies keine geistliche Unzucht? Natürlich lautet der Einwand, dass der Vatikanstaat nur einen kleinen Teil Roms vereinnahmt und nicht auf sieben Hügeln gebaut ist. Geschichtlich gesehen jedoch herrschten die Päpste als Könige über ganz Rom, die umliegenden Gegenden und weite Gebiete Italiens, den sogenannten Papststaaten. Papst Innozent III. Schaffte den römischen Senat ab und unterstellte die Verwaltung Roms direkt seiner Macht. Erst 1870 wurde Rom und die anderen vom Vatikan kontrollierten Gebiete von der Armee des neu geformten Staates Italiens eingenommen. Die Juden wurden aus ihrem erbärmlichen Ghetto innerhalb Roms befreit und Papst Pius IX. Nahm Zuflucht im Vatikan, welcher seitdem den Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche bildet. Heute gehört dem Vatikan etwa ein Drittel Roms und sein Einfluss wird überall in den Kirchen und Institutionen sichtbar, die sich über die Stadt mit den sieben Hügeln erstrecken. Diese Organisation bezeichnet sich selbst stolz als die römisch-katholische Kirche. Ein Artikel aus der Zeitschrift National Catholic Reporter mit der Überschrift »Wo der Pontifex herrscht« liest man: »Keine andere Stadt ist so mit religiöser Kultur durchwoben wie Rom mit dem Katholizismus. Über die Jahrhunderte entstand zweifelsohne eine Kultur des Papsttums.« Im Verlauf beschreibt der Artikel Denkmäler in Rom, die auf die katholische Kirche hinweisen und fasst zusammen: Alle Wege führen früher oder später entlang der Via della Conciliazione zum Vatikan. Rom ist der geistliche Kreuzungspunkt der Welt. Die Sunday Visitors Catholic Encyclopedia fügt hinzu: Demnach versteht man die zentrale Rolle Roms im heutigen Kirchenleben und die Bedeutung des Titels römisch-katholische Kirche. Seit der Gründung der dortigen Kirche ist Rom der Mittelpunkt der gesamten Christenheit gewesen. Dies ist die einzige Stadt der Welt, die auf sieben Hügeln erbaut, als Babylon bekannt ist und die zweifelsohne eine geistliche Einheit darstellt. Hat das geistliche Rom gegen die Beziehung zu Christus verstoßen, die es für sich in Anspruch nimmt, und ist es deshalb der geistlichen Unzucht schuldig? Jesus Christus sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dass seine Knechte nicht kämpfen sollten. Im direkten Gegensatz hierzu kämpften die Päpste, die teilweise die größten militärischen Führer der Geschichte stellten, mit Armeen und Flotten im Namen Christi, um große Reiche aufzubauen. Ein konkurrenzloses Weltreich mit Besitztümern, Schätzen und politischem Einfluss, welches sehr wohl von dieser Welt ist. Immer wieder gingen sie Bündnisse mit Kaisern, Königen und Fürsten ein und begingen dadurch geistliche Hurerei. Die römisch-katholische Kirche behauptet, die Braut Christi zu sein. Aber über die Jahrhunderte hinweg stieg sie mit gottlosen Herrschern ins Bett. In der jüngeren Vergangenheit kam es sogar zu Bündnissen mit Mussolini und Hitler. Der Vatikan verhalf Mussolini sprichwörtlich zur Macht. Papst Pius XI. Und seine Kardinäle priesen Mussolini als einen von Gott erwählten Mann und verboten den Katholiken, sich politisch gegen ihn zu stellen. Im Gegenzug unterzeichnete Mussolini 1929 ein Abkommen mit dem Vatikan, in dem der Katholizismus zur alleinigen Religion Italiens erklärt wurde. Der Vatikan erhielt 750 Millionen Lire in Bar und 1 Milliarde Staatsanleihen. 4 Jahre später, 1933, kam es zu einem ähnlichen Abkommen mit Hitler, worauf der Vatikan durch den gesamten Zweiten Weltkrieg Hunderte von Millionen Reichsmark vom Naziregime erhielt. Deutlicher können die Beispiele der Hurerei mit den Königen der Erde nicht sein. Ähnliche Abkommen mit vielen anderen Regierungen machte die römisch-katholische Kirche zur einzig zulässigen Religion in diesen Ländern und brachten damit Verfolgung und Tod über Tausende von evangelischen Christen. Weder Christus selbst noch Petrus oder Paulus verbündeten sich mit den damaligen Herrschern. Doch die katholische Kirche hat sich beständig mit den weltlichen Herrschern eingelassen bis auf den heutigen Tag. Die Allianz zwischen Papst Johannes Paul II. Und Reagan, zwischen dem CIA und dem sogenannten Stellvertreter Christi, können nur als geistliche Hurerei bezeichnet werden. Es verstößt gegen alles, was Christus über die Gemeinde gesagt hat, die nicht von dieser Welt ist.
Der frühere US-Staatssekretär Alexander Haig gesteht ein, dass die Informationen des Vatikan in jeder Hinsicht schneller und zuverlässiger waren als unsere eigenen. Der Vertreter des Vatikan gegenüber dem Weißen Haus, Erzbischof Pio Laci, erinnert die amerikanischen Regierungsbeamten: Hört auf den Heiligen Vater, wir haben auf diesem Gebiet 2000 Jahre Erfahrung. 2000 Jahre von politischen Intrigen, in denen der Vatikan eindeutig Meister ist. Michail Gorbatschow hat den Papst als die höchste geistliche Autorität auf Erden bezeichnet. Gorbatschow fasste die irdische Macht der katholischen Kirche zusammen, als er sagte: Beim Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa spielte Papst Johannes Paul II. Eine wichtige politische Rolle. Ohne die Gegenwart dieses Papstes und die gewichtige Rolle, die er weltweit innehält, wären die Ereignisse in Osteuropa vielleicht nicht möglich gewesen. Ein solches Lob hätte niemals über Christus oder seine Apostel ausgesprochen werden können, die von den irdischen Mächten getötet wurden, welche die katholische Kirche in geistlicher Hurerei aufgenommen und manchmal sogar beherrscht hat. Die irdische Macht der Päpste durch die Jahrhunderte hindurch erfüllen einen weiteren Teil der Vision des Apostel Johannes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde. In den Tagen Johannes beherrschte das Rom der Kaiser die Welt. Doch nachdem die Kaiser ihre Macht verloren, herrschten die Päpste an ihrer Stelle, und das über größere Gebiete und oft gewissenloser. Gregor XI. Beanspruchte in der Papstschrift Incarnat Domini von 1372 die Herrschaft über die gesamte religiöse und säkulare Welt und exkommunizierte jeden, der dem Papst nicht gehorchte und ihm Steuern zahlte. Dieser Erlass wurde von nachfolgenden Päpsten bestätigt und 1568 schwor Papst Pius V., dass dies als ewiges Gebot gelten sollte. Papst Alexander VI. Zog eine Nord-Süd-Linie auf der damaligen Weltkarte. Und im Namen Jesu Christi, der auf dieser Welt nichts außer einem Gewand besaß, gab er Afrika, Indien, Asien an Portugal und das gerade entdeckte Nord- und Südamerika an Ferdinand und Isabella von Spanien. Bedingung war, dass die Bewohner dieser Gebiete sich der römisch-katholischen Kirche anschließen und dem Papst Steuern zahlen sollten. Die Herrschaft Roms in Lateinamerika ist bis heute ungebrochen. Auch heute noch gehört das Bestreben der Kirche, eine Weltmacht zu bilden, nicht der Vergangenheit an. Das Zweite Vatikanische Konzil rief am 21. November 1964 aus: Die katholische Kirche ist ohne Unterlass bemüht, die gesamte Menschheit und all ihre Güter dem Christus zurückzuführen, was natürlich dem Papst bedeutet, dem sogenannten Stellvertreter Christi. Papst Alexander II. Erließ, dass Harold, obwohl rechtmäßiger König von England, ein Usurpator sei und er und seine Anhänger exkommuniziert wurden. Er gab den Thron an Herzog William aus der Normandie. Und so erschlug William der Eroberer mit dem päpstlichen Segen Harold im Kampf, riss die Macht in England an sich und wurde Weihnachten 1066 in London gekrönt. Er nahm die Krone Englands im Namen des Heiligen Stuhles von Rom. Als Gesandter des Papstes und neuer König war William der Eroberer verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das englische Volk dem Papst gebührenden Gehorsam leistete und die päpstlichen Steuern pünktlich zahlte. Die Behauptung von Papst Gregor VII., König der Könige zu sein, war keine leere Prahlerei. 1077 verbot er Heinrich IV., Erbe Karls des Großen und Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches, über Deutschland und Italien zu herrschen, und drohte an, jeden zu exkommunizieren, der ihn als König anerkennen würde. In Furcht um sein Leben überquerte Heinrich im Winter die Alpen, um den Papst um Vergebung zu bitten. Der gedemütigte Kaiser musste als Reue 3 Tage barfuß und in Sackleinen im Freien vor der päpstlichen Burg in Canossa verbringen, bevor ihm eine Audienz gewährt wurde, um sein Bußgesuch vorzubringen. 1155 gab Papst Adrian IV. Die Krone Irlands an den König von England und gab damit die Iren den unbarmherzigen Gewalttaten Heinrich II. Preis. Ein späterer König Englands, John Legland, versuchte sich von Rom loszusagen. Doch Papst Innozent III. Zwang ihn, seine Krone aufzugeben und erlaubte ihm fortan, nur noch als Vasall des Heiligen Stuhles von Rom zu herrschen. Ein katholischer Historiker aus dem 18. Jahrhundert zählte 95 Päpste, die göttliche Macht für sich in Anspruch nahmen, um Könige und Kaiser ab und einzusetzen.
Der Historiker A. W. Seven sagte, während des gesamten Mittelalters herrschte in Rom die einzige geistliche und zeitliche Autorität, die letztendlich in ihrer Macht den Einflussbereich der römischen Kaiser übertraf. Es könnten hunderte von anderen Beispielen angeführt werden. All dies lässt keinen Zweifel an der Identität des katholischen Roms als die Stadt, welche unter dem Namen Babylon bekannt ist, auf 7 Hügeln erbaut wurde, die geistliche Hurerei mit den Königen der Erde beging und die über die Könige der Erde herrschte. Keine andere Stadt kann sich hiermit messen. Aber Babylon ist nicht nur der Geheimname Roms, sondern die Verbindung ist viel weitgreifender. Das Babylon der Antike wurde um die Ruinen des Turms von Babel errichtet. Dieser Turm, der bis an den Himmel heranreichen sollte, war das Zentrum der ersten Welteinheitsreligion, genau wie Rom es für die kommende Einheitsreligion des Antichristen sein wird. Genau wie der Turm und die Stadt religiöse und zivile Macht vereinigen, so verwoben die Päpste Kirche und Staat. Auf gleiche Weise werden die Frau und das Tier, auf dem sie reitet, die zukünftige Welteinheitsreligion und Regierungen vereinigen. In seinem Versuch, den Himmel mit selbstgeschaffenen Stufen zu erreichen, war Babel oder Babylon das Sinnbild für Werkesreligion schlechthin. So ist dies auch im Katholizismus, wo die Errettung eindeutig auf Werken beruht. Das Zweite Vatikanische Konzil deklariert, um Ablässe zu gewähren, muss das beschriebene Werk befolgt werden. Alle Menschen erlangen die Erlösung durch Glaube, die Taufe und das Halten der Gebote. Von ältesten Zeiten an wurden in der Kirche zur Errettung der Sünder Gott auch gute Werke dargebracht. Ohne Zweifel spielen gute Werke im Katholizismus eine gewichtige Rolle, um das Heil zu erlangen. Das Konzil von Trient besagt, wenn jemand sagt, dass die Sakramente des neuen Gesetzes nicht zum Heil notwendig sind und dass der Mensch ohne sie allein durch Glaube die Gnade der Rechtfertigung von Gott erlangen kann, so sei er verflucht. Anathema. Dieses Bewirken der Errettung durch gute Werke und Rituale zeigt, dass die Beschreibung der Frau mit dem Namen Babylon auf das katholische Rom passt. Johannes schreibt uns, dass vor der Bezeichnung Babylon auf der Stirn der Frau das Wort Geheimnis steht. Und Geheimnisse stehen im Mittelpunkt des Katholizismus. Die Schrift Papst Paul VI. Über die Eucharistie trägt den Titel Mysterium Fide. Das Zweite Vatikanische Konzil bezieht sich wiederholt auf das Mysterium der Eucharistie. Der neue Allgemeine Katechismus des Vatikans schreibt, dass die liturgische Katechese in das Mysterium Christi einführen möchte. Sie ist Mystagogie. Indem die katholische Kirche behauptet, der Hüter eines Geheimnisses zu sein, das nur ihre Priester und Bischöfe vermitteln können, macht sie ihre Mitglieder von sich anstatt von Christus selbst abhängig, um das Heil zu erlangen. Johannes bemerkt, dass die Frau auf dem Tier in Purpur und Scharlach gekleidet ist. Dies sind wiederum die Farben der römischen Kaiser und der römisch-katholischen Hierarchie. Die katholische Enzyklopädie schreibt, Kasak, auch Sultane genannt, das offizielle bis zu den Knöcheln reichende Gewand des katholischen Klerus. Die Farbe für Bischöfe und andere Prälaten ist Purpur, für Kardinäle Scharlach. Die Frau auf dem Tier hält einen goldenen Becher in der Hand. Der goldene Kelch, welcher in der Eucharistie oder Messe gebraucht wird, ist der heiligste Gegenstand des Katholizismus. Johannes sagt uns, dass der Becher mit den Unreinheiten ihrer Gräuel gefüllt ist. Könnte dies die Sicht der Bibel über das Opfer der heiligen Messe sein, welche den Mittelpunkt des Katholizismus bildet? Dies war die Überzeugung von hunderttausenden Christen durch die Geschichte hindurch, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, weil sie sich weigerten, am Opfer der heiligen Messe teilzunehmen. Für sie war es das größte vorstellbare Gräuel. Warum? Weil die katholische Kirche behauptet, dass es das beständige Opfer des Leibes und Blutes Christi ist, welches immer wiederholt wird. Die Bibel hingegen sagt eindeutig, dass das Opfer Christi am Kreuz vollkommen war und niemals wiederholt werden muss. Der Katholizismus behauptet, dass die Aussage Jesu beim letzten Abendmahl, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, wörtlich zu nehmen ist. Mit diesen Worten seien das Brot und der Wein,
die er in den Händen hielt, zu seinem wirklichen Körper und Blut geworden. Wenn der Priester heute die gleichen Worte spricht, würden Brot und Wein wiederum zum Leib und Blut Christi, welche endlos auf den katholischen Altären geopfert werden. Dieses Opfer sei genauso real wie das Opfer Christi am Kreuz. Doch niemand nimmt es wörtlich, wenn Christus sagt, ich bin die Tür, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, oder wenn er seine Jünger als Schafe bezeichnet. Als er Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut bezeichnete, benutzte er, wie auch an anderen Stellen, eindeutig eine Bildsprache. Das Brot, welches er mit seinem physischen Körper in seinen Händen hielt, konnte unmöglich sein Leib sein. Noch viel weniger können Millionen von kleinen Hostien, jeder einzeln für sich, gleichzeitig die Seele, Persönlichkeit und Gottheit Jesu in ihrer Ganzheit beinhalten, wie die katholische Kirche behauptet. Dies ist keine wörtliche Auslegung, sondern Mystik. Diese Mystik zeigt sich im Wort Geheimnis auf der Stirn der Frau. Doch es gibt noch einen weiteren ernsthaften Irrtum. Das Zweite Vatikanum erklärt, unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt. Das Konzil von Trient stimmt überein, dass Christus beim letzten Abendmahl Gott dem Vater seinen eigenen Leib und sein Blut in Form von Brot und Wein opferte. Demnach wäre Christus beim letzten Abendmahl für die Sünden der ganzen Welt geopfert worden, noch bevor er ans Kreuz ging. Eine unhaltbare Lehre. Genau genommen hätte er sich somit überhaupt nicht kreuzigen lassen brauchen, wenn katholische Priester durch ihre Vollmacht wirklich Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandeln und als Sühnopfer auf ihren Altären darbringen können. Das Pocket Catholic Dictionary schreibt, die Messe ist ein wahrhaftiges Sühnopfer, durch welches Gott milde gestimmt wird. Durch dieses Opfer verheißt er Gnade und vergibt Übertretungen und Sünden, sogar Todsünden. Das Konzil von Trient erklärt, was das große Geheimnis der Eucharistie betrifft, so ist es das einzige und wahrhaftige Opfer. Damit würde das Kreuz nicht mehr benötigt. Natürlich lehrt der Katholizismus die Wichtigkeit des Kreuzes. Dennoch wird das Kreuz auf die gleiche Stufe wie die Messe gestellt, indem gesagt wird, dass das Opfer Christi am Kreuz nur durch die Wiederholung der Messe wirksam wird und auch das nur teilweise mit jeder erneuten Messe. Es bedarf also vieler wiederholter Messen, um eine Seele in den Himmel zu bringen. Ja, sogar der Papst selbst kann nicht sagen, wie viele Messen hierzu nötig sind. Das Pocket Catholic Dictionary erklärt, letztendlich ist die Messe der von Gott erwählte Weg, um den Sieg von Golgatha umzusetzen. Christus erwarb der Welt alle Gnaden, die zur Errettung und Heiligung nötig sind. Aber dieser Segen wird seit Golgatha beständig stückweise übertragen und dies in erster Linie durch die Messe. Der Priester ist unentbehrlich, weil er durch seine Vollmacht die Elemente von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Je öfter das Opfer dargebracht wird, umso mehr Gnade wird vermittelt. Mit anderen Worten, das Opfer Jesu ist nicht abgeschlossen, sondern durch die Messe immer noch im Gange. Das Zweite Vatikanum sagt, durch das Opfer der Messe wird unser Herr vergegenwärtigt. Diese Messe ist ein Opfer, in welchem das Opfer des Kreuzes fortgesetzt wird. Das Pocket Catholic Dictionary erklärt, dass sich Christus in der Messe genauso selbst opfert, wie er es auf Golgatha tat. Was meinte Christus dann, als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht? Im Gegensatz zu den alttestamentlichen Opfern, die wie die Messe jeden Tag wiederholt werden mussten und deshalb niemals Sünde wegnehmen konnten, erklärt die Bibel, dieser hat ein Opfer für Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt wurden. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es keine Opfer mehr für Sünden. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Christus der Bibel und dem Christus des Katholizismus, der immer noch geopfert wird und beständig leidet. Um dies zu beschwichtigen, erklärt das Zweite Vatikanum, dass Christus in der Messe das Opfer, welches am Kreuz gebracht wurde, auf unblutige Weise fortführt. Aber die Bibel sagt uns, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung von Sünden.
Ein unblutiges Opfer ohne wirkliches Leiden Christi kann also keine Sünden hinwegnehmen. Doch in der Messe wird das versucht. Die katholische Kirche erklärt, dass Christus nicht wirklich wieder und wieder geopfert wird, sondern dass sein Tod am Kreuz repräsentiert oder vergegenwärtigt wird. Eine solche Aussage ist sinnlos. Ein Ereignis, das in der Vergangenheit vollendet wurde, kann nicht vergegenwärtigt werden. Außerdem, wenn das vergangene Ereignis sein Ziel erreicht hat, gibt es keinen Grund, es in der Gegenwart fortführen zu wollen, auch wenn das möglich wäre. Wenn zum Beispiel ein Wohltäter die Schulden eines anderen bezahlt, dann ist diese Schuld für immer beglichen. Von einer Repräsentation, einem Nachspielen oder Fortsetzung der Zahlung zu sprechen, wäre Unsinn. Diese Schuld wurde durch eine in der Vergangenheit ausgeführte und abgeschlossene Handlung bezahlt. Man kann wohl mit Dankbarkeit der Bezahlung gedenken, aber eine Erneuerung der Zahlung wäre sinnlos, da es keine Schuld mehr gibt, die noch bezahlt werden müsste. So ist es auch mit der Bezahlung unserer Sünden durch den Kreuzestod Christi. Als er starb, rief er aus: Es ist vollbracht. Ein griechischer Ausdruck, der besagt, dass eine Schuld vollkommen getilgt ist. Dennoch sagt der neue Katechismus der katholischen Kirche: Als Opfer wird die Eucharistie auch zur Vergebung der Sünden der Lebenden und Toten dargebracht und um von Gott geistliche und zeitliche Wohltaten zu erlangen. Dies ist, als ob man versucht, weitere Raten einer Schuld zu bezahlen, die bereits völlig getilgt wurde. Damit leugnet die Messe, dass die Bezahlung für unsere Sünden, die Christus am Kreuz gebracht hat, hinreichend und vollständig ist. Die katholische Kirche behauptet, durch ihre Rituale das zu erreichen, was Christus bereits vollbracht hat. Auf der ersten Seite des Zweiten Vatikanums lesen wir: In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Doch die Bibel sagt uns, dass unsere Erlösung bereits vollbracht wurde. Hebräer 9, Vers 12 versichert uns, dass Christus durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist und uns eine ewige Erlösung erworben hat. Sowohl Epheser 1, Vers 7 wie auch Kolosser 1, 14 erklären: In ihm, Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Um das Werk der Erlösung fortzusetzen, behauptet der katholische Priester, das Wunder der Transsubstantiation zu vollbringen, also Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi zu verwandeln. Doch wie behauptet wird, unter dem Anschein, weiterhin Brot und Wein zu sein. Dies wird als großes Wunder angesehen. Obwohl die Hostie und der Wein ihren ursprünglichen Geschmack und ihr Aussehen behalten. In der Bibel finden wir diese Art von Wundern jedoch nicht. Gab Christus etwa jemals einem Blinden das Augenlicht unter dem Anschein, dass er blind blieb? Weckte er jemals einen Toten auf unter dem Anschein, dass er weiterhin tot sei? In so einem Falle wäre es kein Unglaube, sondern gesunder Menschenverstand gewesen, dieses sogenannte Wunder abzulehnen. Nehmen wir einmal an, die Verwandlung von Wasser zu Wein durch Jesus bei der Hochzeit zu Kana wäre ein solches Wunder gewesen. Ein Diener schenkt dem Speisemeister den verwandelten Wein ein. Dieser ruft aus: Ich habe nach Wein gefragt. Das ist Wasser. Der Diener entgegnet: Herr, es ist Wein. Zornig schreit der Speisemeister: Es sieht aus wie Wasser, es schmeckt wie Wasser, es ist Wasser. Dir fehlt der Glaube, besteht der Diener. Dies ist ein Wunder, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, aber unter dem Anschein, dass es Wasser bleibt. Die Antwort des Speisemeisters wäre: Das ist kein Wunder, das ist Schwindel. Und recht hätte er. So verhält es sich mit der Transsubstantiation. Das Dogma des Fegefeuers ist ein weiteres Gräuel. Das Zweite Vatikanum besagt, dass, obwohl Christus litt, um unsere ewige Strafe zu tragen, wird dennoch persönlich leiden müssen, um die zeitliche Strafe für unsere Sünden zu sühnen. Sünden müssen durch die Leiden, Nöte und Trübsale dieses Lebens gesühnt werden oder im nächsten Leben durch Feuer, Qualen und reinigende Strafen. Im Fegefeuer werden die Seelen derer, die im Wohlwollen Gottes und wahrer Buße starben, nach dem Tod von ihren Sünden und Unterlassungen gereinigt, und zwar mit Strafen, die ihre Schuld abwischen sollen. Doch Petrus schreibt, dass Christus einmal für die Sünden gelitten hat, er, der Gerechte, für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe.
nicht zum Fegefeuer. Es gibt noch einen weiteren Widerspruch. Obwohl die katholische Kirche sagt, dass wir persönlich für unsere Sünden leiden müssen, behauptet sie auch, dass wir es nicht brauchen. Messen und Rosenkränze können auch nach dem Tod für eine Person gesagt werden, um ihre Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Die, welche bei ihrem Tod das braune Skapulier der Madonna von St. Carmel tragen und gewisse andere Voraussetzungen erfüllen, werden am Samstag nach ihrem Tod von ihr selbst in den Himmel geholt. Sie selbst müssen also nicht leiden. Das Opfer Jesu am Kreuz war dazu nicht ausreichend, aber seine sogenannte Wiederholung in der Messe bringt die Seele in den Himmel, wenn dies nur oft genug getan wird. Auch können gute Katholiken ihre Leiden anbieten, um eine Seele aus dem Fegefeuer zu holen. Padre Pio trug 40 Jahre lang die Stigmata, um die Strafen für die Sünder der Welt zu tragen, damit Seelen aus dem Fegefeuer befreit würden. Über diese sogenannten Heiligen schreibt das Zweite Vatikanum: Sie trugen ihre Kreuze, um Sühnung für ihre Sünden und die Sünden anderer zu bewirken. Sie waren überzeugt, dass sie durch ihr Leiden ihren Brüdern helfen konnten, von Gott die Errettung zu erlangen. Dies leugnet wiederum, dass das Opfer Christi am Kreuz ausreichend ist. Jahrhundertelang wurde für die Befreiung vom Fegefeuer Geld bezahlt. Diese Handlung bedrückte schließlich das Gewissen Martin Luthers und löste die Reformation aus. Jeder kennt die unbeliebten Verkaufsstrategien des Dominikanermönches Tetzel, der vom Papst Leo X. beauftragt wurde, für Rom ein Vermögen anzutreiben. Sobald die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Dies war nichts Neues. Rom hatte seit Jahrhunderten Menschen das Heil verkauft. Die Päpste veröffentlichten Listen mit Preisen über jegliche Verbrechen, von Inzest über Piraterie bis hin zu Mord, für welche die Kirche Absolution von diesen Taten aussprechen würde. Ein Diener zum Beispiel, der des Mordes schuldig ist, konnte für 20 Kronen losgesprochen werden. Die gesalbten Übeltäter, wie sie genannt wurden, konnten nach Erhalt ihrer Absolution nicht mehr durch die weltliche Obrigkeit belangt werden, weil die Kirche uneingeschränkt herrschte. Hier sehen wir ein weiteres Gräuel, welches den Kelch der Frau füllt, das Verkaufen von Eintrittskarten in den Himmel, welche die Menschen letztendlich in die Hölle führen. Ähnliche Praktiken gibt es in der katholischen Kirche noch heute. So gibt es Messkarten, welche bei Beerdigungsinstituten erhältlich sind. Man trägt seinen Namen sowie den des Verstorbenen ein und gegen eine Spende legt der Priester die Karte auf den Altar, während er die Messe liest. Dies soll angeblich für den Verstorbenen die Leidenszeit im Fegefeuer verringern. Natürlich garantiert die Kirche nicht, um wie viel das Leid verkürzt wird oder wie viele Messen gelesen werden müssen, bevor sich die Pforten des Himmels öffnen. Entsprechend werden mehrere Messkarten gekauft, in der Hoffnung, dass es irgendwann ausreicht. Vor kurzem starb der Vater eines Freundes, welcher mir erzählte, dass bei der Beerdigung für 2000 US-Dollar Messkarten gekauft wurden. Nun behaupten einige Katholiken, dass sie nicht an Ablässe glauben. Doch das Zweite Vatikanum erklärt: Die Kirche lehrt und gebietet, dass der Gebrauch von Ablässen in der Kirche verbleiben soll. Eine Handlung, die für Christen sehr nützlich ist und durch die Autorität der heiligen Konzile bestätigt wurden. Und sie verdammt mit Anathema solche, welche behaupten, Ablässe seien nutzlos oder sagen, die Kirche habe nicht die Vollmacht, solche Ablässe auszustellen. Es gibt 20 komplexe Regelungen, die das Erstellen von Ablässen bestimmen. Regel 17 erklärt, dass das Tragen von Kruzifixen, Rosenkränzen, Skapulieren oder Medaillons einen teilweisen Ablass bewirken kann. Wenn der Gegenstand der Verehrung jedoch vom Papst oder einem Bischof gesegnet wurde, kann der Gläubige, der ihn mit Hingabe trägt, am Festtag der Apostel Petrus und Paulus einen Plenar, völligen Ablass erlangen. Dies ist ein weiteres Gräuel, das den goldenen Becher füllt. Was für ein Gott macht sein Wohlwollen davon abhängig, ob ein Priester oder Bischof irgendein Kruzifix oder ein Medaillon segnet oder ob es am Festtag von Petrus oder Paulus getragen wird? Wie kann dies einen Nutzen bringen, den die Leiden Christi nicht bewirken konnten? Zum Stichwort Gräuel. Die Frau wird die Mutter der Huren genannt. Neben geistlicher Hurerei hat die katholische Kirche auch Millionen von wirklichen Huren hervorgebracht. Unzählige Priester, Bischöfe, Kardinäle und Päpste im sogenannten Zölibat hatten durch die Jahrhunderte hindurch ihre Geliebten. Es gab Päpste, welche die Söhne von augenscheinlich im Zölibat lebenden Päpsten waren.
Papst Silverius wurde vom Papst Hormidas gezeugt und Papst Johannes der XI. Vom Papst Sergius III. Die Liste der Bastarde, die über die Kirche herrschten, beinhaltet Papst Bonifatius I., Papst Galasius, Papst Agapitus, Papst Theodor, Papst Adrian IV. Und andere. Kein Wunder, dass Papst Pius II., der selbst uneheliche Kinder zeugte, sagte, Rom wäre die einzige Stadt, die von Bastarden beherrscht wird. Jahrhundertelang scherzte man, dass in Rom mehr Prostituierte als in jeder anderen Stadt seien, weil sie die meisten Priester im Zölibat beherrschten. Die sexuellen Ausschweifungen sogenannter zölibatärer Priester und Nonnen dringen in letzter Zeit immer stärker an die Oberfläche. Der Erzbischof von Wien musste zurücktreten, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt worden war. Ebenso der Bischof von Basel, nachdem er eingestand, eine Affäre mit einer Frau gehabt zu haben, die ein Kind von ihm erwartet. Dem Rücktritt des irischen Premierministers und Zusammenbruch seiner Regierung ging die Enthüllung von sexuellem Kindesmissbrauch durch Priester voraus, welcher 40 Jahre lang von katholischen Regierungsbeamten und der Kirche verschleiert wurde. Auf der ganzen Welt sterben homosexuelle Priester an AIDS. Es wird geschätzt, dass an manchen katholischen Seminaren bis zu 70% der Priester praktizierende Homosexuelle sind. Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren ca. 1 Milliarde für inoffizielle Unterhaltszahlungen aufwenden müssen, um die sexuellen Vergehen des Klerus abzudecken. Die Erzdiözese von Milwaukee befindet sich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten aufgrund von Zahlungen für die sexuellen Affären ihrer Priester. Die Erzdiözese von Santa Fe, New Mexico, steht kurz vor dem Ruin aufgrund von Gerichtsklagen gegen ihre Priester wegen sexuellem Missbrauchs. Lloyd's of London und andere Versicherungsgesellschaften weigern sich, den Schaden zu übernehmen, weil die Diözese versucht hat, diese Affären zu verschleiern. Ich besitze einen fast 5 cm dicken Ordner mit Zeitungsartikeln über sexuelle Vergehen durch katholische Geistliche in den letzten 2 Jahren. Dies heißt nicht, dass katholische Priester und Nonnen zügelloser als die Durchschnittsbürger sind. Wahrscheinlich hatten sie ursprünglich höhere Ideale, aber ihnen wurde das unbiblische Gebot des Zölibats auferlegt, eine Bürde, die unerträglich werden kann. Die Frau ist auch trunken von dem Blut der Heiligen und der Märtyrer Jesu. Dem Papst ungehorsam zu sein, war jahrhundertelang eine Ketzerei, die mit dem Tode bestraft wurde. Ignatius von der Lange, ein führender katholischer Professor für Kirchengeschichte im 19. Jahrhundert, gestand ein, seit 1183 war es die Sicht der Kirche gewesen, dass jegliche Abweichung von der Lehre der Kirche mit dem Tode bestraft werden musste, und zwar mit dem qualvollsten Tod durch das Feuer. Während der 1000 Jahre vor der Reformation gab es Christen, die sich nicht der römischen Kirche anschließen wollten und deshalb zu Tausenden niedergemetzelt wurden. Jeder hat von den Kreuzzügen um das Heilige Land gehört, aber nur wenige wissen, dass weitaus zahlreichere und größere Kreuzzüge geführt wurden, um in ganz Europa die Christen auszulöschen, die sich aus ihrem Gewissen gegenüber Gott oder aus Gehorsam gegenüber der Bibel nicht dem Papst unterwarfen oder die Irrlehren der Kirchen annahmen. Über diese Märtyrer schrieb der Historiker Will Durant, sie waren sich sicher, dass die römisch-katholische Kirche die Hure Babylon war. Dies war auch die Ansicht der Reformatoren und spiegelt sich in ihren Bekenntnissen wider. Anhand der Vision des Johannes kann man kaum zu einem anderen Schluss kommen. Dennoch ist diese Sicht im Interesse der Ökumene von den Evangelikalen weitgehend verworfen worden. Die Päpste versprachen den direkten Zugang zum Paradies für alle, die im Kampf gegen die Ketzer starben. Es dauerte etwa 100 Jahre, bis die Albigenser Christen vernichtet waren, die einmal die Mehrheit der Bevölkerung von Südfrankreich gebildet hatten. Eine der Städte, die Papst Innozent III. Auslöschen ließ, war Bizet. Beim Massaker der Bartholomäusnacht im August 1572 wurden 70.000 Hugenotten ermordet, weitere 200.000 in den folgenden Monaten und 500.000 mussten in protestantische Länder fliehen. Die Waldenser Christen wurden völlig ausgelöscht, wie auch die Hussisten. Das folgende ist ein Auszug des Briefes von Papst Martin V., in dem er 1429, also 100 Jahre vor der Reformation, dem polnischen König befiehlt, die Anhänger von Johannes Hus zu vernichten. Wisset, dass dies das Interesse des Heiligen Stuhles sowie eurer eigenen Krone ist.
macht es euch zur Pflicht, die Hussiten auszulöschen. Denket daran, dass diese gottlosen Menschen Ideen der Gleichheit verbreiten, dass alle Christen Brüder seien, dass Christus auf Erden kam, um die Knechtschaft zu beseitigen. Sie rufen die Menschen zur Freiheit. Solange noch Zeit ist, zieht eure Truppen gegen Böhmen, verbrennt, massakriert und verwüstet alles, denn nichts könnte Gott angenehmer sein und den Zielen der Könige dienen als die Auslöschung der Hussiten. Uns fehlt die Zeit, die schreckliche Folter und die Morde durch die Inquisition zu erwähnen, die Europa jahrhundertelang terrorisierte. Es gibt keine Stadt, die mehr Blut von Christen und Juden vergossen hat als Rom. Das heidnische Rom warf die Christen den Löwen zum Fraß vor und tötete sie durch zeitweise Verfolgungen während der ersten drei Jahrhunderte. Doch dies war nichts im Vergleich zum Massenmord an Christen und Juden durch das katholische Rom. Der Historiker Will Durant schreibt offen, verglichen mit der europäischen Verfolgung der sogenannten Ketzer durch die römisch-katholische Kirche war die Verfolgung der Christen während der ersten drei Jahrhunderte nach Christus durch das heidnische Rom ein humanes Unterfangen. Jawohl, diese Frau ist wirklich trunken mit dem Blut der Heiligen und Märtyrer Jesu. Keine andere Stadt reichte dieser Beziehung an Rom heran. Die Tatsache, dass es eine Frau ist, die auf dem Tier reitet, deutet ebenfalls auf die katholische Kirche hin, deren Hauptgestalt auch eine Frau ist. Eine falsche, sinnlose und immerwährende Jungfrau, eine allmächtige Maria, die Rom ins Leben gerufen hat und verehrt. Katholiken sagen, dass sie Maria nicht anbeten und behaupten, dass die Verehrung und Ehre, die ihr dargebracht wird, geringer ist als die gegenüber Gott, dem Vater oder Christus. Theoretisch gesehen vielleicht, aber nicht in der Praxis. Auf der ganzen Welt gibt es zigtausend von großen und reich verzierten Marienschreinen. In Frankreich allein fast an die 1000. Diese Schreine werden jährlich von Millionen besucht. Doch es gibt gerade eine Handvoll Schreine, die Christus geweiht sind, welche im Allgemeinen sehr klein sind und nur wenige Besucher anziehen. Die Pilger kommen zu den Marienschreinen, um sie um ihre Hilfe und ihren Schutz zu bitten. Sowohl der neue katholische Katechismus wie auch das zweite Vatikanum verkünden, schon seit ältester Zeit wurde die selige Jungfrau unter dem Titel Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen. Warum ihren Schutz suchen, wo Gott seinen Schutz angeboten hat? Und wenn die katholische Maria wirklich alle Katholiken aus sämtlichen Gefahren befreien und ihre Nöte stillen kann, muss sie zumindest so groß wie Gott sein und augenscheinlich weit mitfühlender, denn ihr werden mindestens 100, wenn nicht sogar 1000-mal so viele Gebete entgegengebracht wie Gott und Jesus zusammen. Jawohl. Gebete an Maria. Nicht nur, dass sie für uns beten soll, sondern um Dinge bitten, die nur sie erfüllen kann. Als wenn sie selbst Gott wäre, ja selbst bitten, die Errettung und Sündenvergebung zu erwirken, die Jesus bereits vollbracht hat und jedem frei aus Gnaden anbietet. In seinem Gebet für das Marienjahr bat Papst Paul Johannes II. Maria, die gesamte Menschheit zu trösten, stärken, führen und zu schützen. Um dies zu tun, müsste sie allmächtig, allwissend und allgegenwärtig sein. Sein Gebet endete mit den Worten: Ernähre uns, o heilige Jungfrau, auf unserem Glaubensweg und erwirke für uns die Gnade der ewigen Errettung. Doch Christus bietet jedem das Heil an, der an ihn glauben will, und ruft den Menschen zu: Kommt her zu mir. Doch dem Katholiken wird gesagt, dass der Weg zu Christus über seine Mutter führt, deren Bitten er nicht widerstehen kann. Würden meine Freunde meine Mutter fragen, mich um einen Gefallen für sie zu bitten, anstatt mich selbst zu fragen, wäre ich gekränkt. Es war Christus und nicht Maria, der für unsere Sünden starb. Hat er seine Liebe nicht unter Beweis gestellt? Er spricht: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich gebe meinen Schafen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Dennoch schaut der Katholik auf Maria. Das meistrezitierte katholische Gebet der Rosenkranz ruft Maria um Hilfe an, indem sie als Mutter der Gnade, als unser Leben, unser Wohlgeruch, unsere Hoffnung bezeichnet wird. Doch die Bibel sagt, dass Christus unser Leben und unsere Hoffnung ist.
und sicherlich erwies Gott den Menschen seine Gnade, bevor Maria geboren wurde. Sie kann also kaum die Mutter der Gnade sein. Die Maria des Katholizismus ist nicht die Maria der Bibel, sondern die Frau, die auf dem Tier reitet. Dämonische Erscheinungen dieser falschen Maria ereignen sich vermehrt weltweit und bieten ihren Plan für den Weltfrieden an. Millionen glauben diesen Erscheinungen anstatt Jesus Christus. Zusammen mit der Frau, die auf dem Tier reitet, wird der Antichrist seine kommende Welteinheitsregierung und Einheitsreligion aufrichten. Die auf 7 Hügeln erbaute Stadt, dessen Farben Purpur und Scharlach sind, die Unzucht getrieben hat mit den Königen der Erde und über sie herrscht, die einen goldenen Becher voller Geräuel in ihrer Hand hält und trunken ist mit dem Blut der Heiligen, wird hierbei eine wichtige Rolle spielen, bis das Gericht Gottes über die Erde kommt. Doch zuvor kommt eine Stimme vom Himmel: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden.